Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Road Rash. Ich konnte das MIDI-Problem lösen, was es hier gab mit der OTG auf Windows XP. Das heißt, wir haben wieder die MIDI-Musik beim Rennen. Einfach weil die damit dazugehört. Slim Jim. So, ja, dann wollen wir mal schauen. Ja, was für ein Motorrad habe ich eigentlich? Wo sieht man das eigentlich? Vampiro. Ich denke, das ist die hier, ne? Ja, genau, diese Diablo, die haben wir gerade mit 90 PS. Die DMG wäre wohl die nächst bessere, die habe ich sonst eigentlich immer genommen. Als erstes gekauft, auf die habe ich eigentlich immer gespart, so habe ich das immer gemacht. Jetzt kommen die Erinnerungen wieder. Aber wir gehen dann ja direkt auf die heißen Öfen. Und das Sinnvollste wäre wohl dann erstmal das Teil hier. Ist auch von der Handhabung dann wohl ganz in Ordnung. Höchstgeschwindigkeit beängstigend. Aha. Ja gut, wir brauchen also knapp 19.000 Dollar. Da haben wir es auch noch ein bisschen hin. So, was fahren wir denn als nächstes? Sagen die Stadt, wenn man die schon mal weg hat, dann hat man die halt schon mal weg, ne? Ja, MIDI-Problem ist gelöst. Keine Fehlermeldung mehr. Hab das ja fast kommen sehen, ne? Macht Bock hier mit so einem Joystick, so wie man es früher halt auch gespielt hat. Geht ja gut los hier. Ja, mal gucken, was das hier noch wird. Boah, ich hab jetzt eigentlich gedacht, den sind wir los, aber gut. Der Schwierigkeitsgrad steigt. Das, obwohl wir eigentlich das Motorrad ja gewechselt haben und die Handhabung noch jetzt mal besser war. Ne? Das ist immer so eine Strecke hier. Die lernt man schnell hassen eigentlich. Ja, und so bestimmte Stellen, wo man so krass abhebt, da muss man halt aufpassen. Sollte man vorher nicht irgendwie lenken, weil sonst geht man direkt in die Seite und wieder in die Bäume und in die Leute und Häuser und keine Ahnung, was da so rumfleucht und kreucht. Ah, oh shit, oh shit. Manchmal hüpft man auch über ein Auto rüber, das ist dann doch wieder mehr Glück als Verstand. Aber läuft ja dann doch ganz gut, obwohl ich mich gerade lang gemacht habe hier. Bin ja schon wieder Erster. Ja, also ist bei diesem Spiel tatsächlich doch eigentlich nur der Installer irgendwann mal das Problem mit irgendeiner jüngeren Windows-Version. Ne? Auf Windows XP geht sogar nach der Original-Installer, wie man sieht. Ist natürlich nett. Also doch nicht so schlecht programmiert. Hier gibt es quasi sonst gar keinen Patch, ne? Solche Zeiten gab es halt auch mal, ne? Da war das Release dann auch stable und da gab es einfach keine Update, weil man die einfach nicht brauchte. Das waren noch Zeiten. Disk reinlegen, installieren und los geht's. Ja. Schön war die Zeit. Hat man sich dann halt auch noch wirklich zu mehreren vor einen Rechner gesetzt und hat dann gemeinsam abwechselnd gedaddelt und so, ne? Ohne Internet, Multiplayer, Gedöns und so. Das
war irgendwie eine ganz andere Zeit und Ära. Hat viel mehr Spaß gemacht. So im Endeffekt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Aber wir sind da ja unlängst Corona-konform, ne? Naja. Oh yeah. Oh shit. Ja, über das Auto rüber. Oh, und da voll rein. Oh shit. Sag's noch, dass das geht, dass man über ein Auto rüberfliegt und dann fliege ich auch noch über ein Auto rüber. Und das nächste muss ich dann wieder rein. Muss ja wieder reinballern, ne? Oh ja, geil. Naja, mal gucken, wie es weitergeht, ja. Ah, ja genau, fliegt man. Das ist das, was ich meine. Die Strecke Stadt ist halt so ein Ding hier für sich. Lernt man schnell hassen. Mhm. Ich denke, ich muss auch aufpassen, dass mein Motorrad nicht völlig Schrott geht, sonst habe ich da nämlich auch ein Problem mit. Da unten nämlich über der Positionszahl, die ich jetzt habe, wenn da der Balken komplett weg ist, dann habe ich hier einen Totalschaden. Und wenn dann mein Money nicht reicht, dann habe ich glaube ich auch das komplette Spiel verloren, ne? Um mir ein neues Motorrad zu kaufen wieder. Mal gucken. Ich hoffe, so weit wird es nicht kommen. Aber das sind so ein paar Sachen, die kann man später vielleicht nochmal aus Spaß ausprobieren, was da so passiert. Ja, Wettkampfmodus ist ja dieses quasi Karrierespiel, was ich hier fahre. Die anderen Modis kann man sich auch nochmal angucken. Ja, der ist jetzt schön in Gegenverkehr, ne? Ich glaube, die andere Seite ging voll in Gegenverkehr. Da hat man auch ziemlich schnell Probleme. Eben den Gegenverkehr. Ja, da hätte ich genauso gut auch gerade in den kleinen Baum reingehen können. Mal schön auf der gelben Linie durchziehen. Midi-Musik erinnert mich so ein bisschen an Doom. So Doom 1 mäßig, ne? Toll, das ist doch Platz. Cool. Da geht was. Habe ich es echt geschafft? Erstmal 3000 abgegriffen. Oh, dann speichern wir auch erstmal schön fleißig. Bling. Oh, wie sieht es denn aus hier? Was brauchen wir denn noch? Ja, noch so ein, zwei Rennen, ne? Dann haben wir auch endlich mal Nitro. Und am Hintern. Pazifische Highway ist, glaube ich, auch erstmal eine ganz gute Idee, die zu schaffen. Hoffentlich, möglichst. Irgendwie denke ich, so ein Spiel, was ziemlich schnell fertig sein wird, weil ja, so groß ist es eigentlich nicht, ne? Also dieses Karriere-Ding hier einmal durchzufahren als Let's Play. In dem Sinne. Ja. Gerade tatsächlich einfach abgebremst auf einmal. Sah so aus, ne? Und er auch gerade. Hm. Ja,
Ja gut, dass er jetzt wieder hinterm PKW kleben bleibt, ist ja Standard. Das kennen wir ja. Das sollte man mittlerweile verstanden haben, wie das Spiel da funktioniert, wenn man das jetzt hier bei mir gesehen hat. Er war noch zu lange auf den Gegner fixiert, als dass ich den Polizisten noch hätte wegkicken können, ne? Naja. So, ich fahre die Abkürzung mal in Ordnung, dass das was taugt und ich ja nicht die große A-Karte ziehe. Bin mir da nicht sicher. Mappavelli ist ja anscheinend schnell mal Mist, ne? So, den habe ich gleich erstmal weggekickt, damit er mir gar nicht erst irgendwie Ärger macht. Wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, ist halt blöd. Speed habe ich früher auch so gespielt. Eine Zeit lang mal. Geht tatsächlich mit Joystick, ja, anstelle Lenkrad. Weil man einfach kein Lenkrad hatte, ne? Zwischendurch hatte man mal eins, da gab es ja auch diese Dinger von Logitech für den Gameboard, so ohne Gegenlenken, ohne Vibration-Kram und so. Das war aber irgendwie auch nicht so doll und die Dinger sind doch ziemlich schnell durch gewesen. Das mit dem Kalibrieren nicht mehr so gut. Hier. Holt mir da einer rein. Die Strecke ist auch so eine Sache für mich. Den Bäumen hier wieder und so. Ja, dann legt man dich eigentlich mit dem Kissen an. Oder so. Vor allem Gegenverkehr und kriegt richtig Probleme. Auch gut. Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt wird's lustig hier. Putsch. Oh nein, oh nein. Das war aber knapp. Schnell vom Gas runter und irgendwie weglenken, ne? Oh. Nein, oh nein. Prinzipiell ist das ja vom Grafikstil so ein bisschen parallel zu dem ersten Need for Speed Teil, ne? So abfotografiertes Zeug einfach so rein gemacht, so. Aber ja, sieht ja gut aus, macht ja auch Spaß, ne? Ja, so ein bisschen so wirkt es, ne? So, jetzt haben wir rechts, weil wir nicht im Gegenverkehr wollen. Eigentlich die gute Idee hier, die bessere Maßnahme. Ja, da sind wir doch schon wieder. Kommt jemand mit seiner Kette weg? Was für eine Action hier. Ja, und du erfahren willst weiter sein, er bremst einfach. Ja gut. Ist in Ordnung. Dann kannst du aber auch richtig einen Abgang machen und nie wiederkommen hier. Boah, boah. ich glaube, das Spiel ist auf meiner Seite. Auf dem ersten Platz wieder. Das ist ja ganz nett. Jawohl. Yeah! Yeah! So,
So kann das gut und gerne weitergehen hier. Das kann man erstmal schön abspeichern, das ist absolut speicherwürdig. So, wie lange nehmen wir denn schon auf? Ah ja, da geht noch ein bisschen was. So, Vollbild machen hier. So, wie sieht es denn jetzt monetentechnisch aus hier? Ja, so ein Rennen noch, ne? Dann kriegen wir diese Corsair erstmal. Ja, was machen wir denn jetzt? Sierra Nevada oder die Halbinsel? Ich bin eher für die Halbinsel, weil da gab es nämlich, glaube ich, ein Stück auch nochmal durch die Stadt. Umso eher man das hinter sich hat, desto besser. Ja, startet sogar in der Stadt. Oh shit. Auf dem Amiga war das auch mehr so arcade-mäßig. Da konnte man noch kein besseres Motorrad kaufen oder so. Das wurde dann einfach mal schneller oder irgendwie so, ne? Da hat man nicht so ganz durchgeblickt. Oh, 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 oh. Verflucht. Oh, da habe ich aber Glück gehabt, dass er mich nicht voll in den PKW reingedrückt hat, ne? Bin ich jetzt auch wieder weg vom Fenster. Voll in den Gegenverkehr rein. Da geht schon das los, das Geboxe und Gestreite. Und ich ziehe einfach dran vorbei. So kann man es auch mal machen. Man muss sich ja nicht immer einmischen, ne? Ja, genau, mach mal einen Spurwechsel, genau vor meine Nase. Also alle hier fahren, diese wahrscheinlich eine gute Idee. Mal gucken. Boah, der nächste war mir vorbei, ey. Gibt's noch nicht. Ich brauche ein besseres Motorrad. Geht schon wieder los hier. Aua. Richtig krasse Aktion hier. Ja? Geht schon wieder ein Stück durch die Stadt. Ich mag diese Strecke auch nicht so gerne. Da fliegt einer vom Motorrad und ich ziehe dran vorbei und ziehe an dem auch vorbei. Cool. Das hat ja super funktioniert. Einfach nur fahren und fahren können. Und ein bisschen Glück haben. Dann geht das alles. Oh Mann. Nein, 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 nein. Verdammter Shit. Ja. Das war ja klar. 9 Kilometer, wenn ich das richtig sehe, ne? Da ganz unten. Also wenn das Kilometer sein sollen, wahrscheinlich sollen es Kilometer sein. Wahrscheinlich in der englischen Version dann Meilen, ne? Okay, den konnte ich einfach wieder kriegen. Jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Rest noch machen. Mit den Tüten hier. Den noch kriegen. Denn ich müssen wir uns mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Ein bisschen weniger Geld, aber trotzdem qualifiziert. Wow. Das sind Kurven hier. Ja, die hasse ich auch wie die Pest. Ja. Oh.
Ja, komm, wir kämpfen mal. Auch nicht. Shit. Oh, Pfützen und Schlaglöcher sind ja auch nicht so eine gute Idee durchzufahren, weil dann. Nein! Nein! Kann nicht wahr sein. Ja komm dann, aber lass mich wenigstens noch mal ganz rechts rüber. Nee, auch schon zu spät. Jetzt muss ich sogar hier durch den Gegenverkehr fahren. Dankeschön. Jetzt hat er mich aber richtig gelackmeiert, wa? Ja, super, jetzt bin ich ja total gelaxt. Ja, mal gucken, wie. Was zur Hölle? Bleibst du auf die CD zu? Ja, das ist natürlich auch mal nett. Jetzt ist das Spiel broken, ja? Achso, okay, verkehrte Tastatur. An! Ja, nett. Das lief ja jetzt echt gut. Ups. Wieso ist das denn jetzt so instabil? Ging doch vorher auch. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja. Das ist natürlich jetzt nochmal die Halbinsel. Ärgerlich. Das Problem mit dem MIDI vielleicht doch noch nicht ganz gelöst und stürzt deswegen jetzt ab, oder wie soll das? Wie soll ich das verstehen? Ich kann mich nicht erinnern, dass das tatsächlich Probleme gemacht hat, eigentlich großartig auf Windows XP. Wenn ich da doch noch mal was anderes einfallen lassen, muss ich das noch mal schauen. Ja, sonst wäre das auf Windows 10 auf meinem quasi Hauptrechner, wo alles drauf läuft, auch OBS Studio, wäre das jetzt nicht das Problem, aber dieses Auflösungsumgeschalte und das OBS dann auf den zweiten Monitor so verschoben, das ist halt blöd. Ne? Also prinzipiell kann man einfach den Installer da nehmen und kann dann wunderbar auf Windows 10 spielen. Ne? Scheint auch stabil zu laufen, ohne große Probleme. Was das jetzt hier gibt, verstehe ich nicht. Ne? Ach, come on! Hau ab! Oh Mann! Oh, vielleicht läuft das gerade sogar prinzipiell besser, habe ich das Gefühl, ne? Ist vielleicht nicht ohne Grund abgestürzt. Weil die mir vielleicht sagen, ey, du kannst das besser oder so. Shit. Das ist mir, glaube ich, schon mal passiert vorhin, ne? Ich glaube sogar in derselben Kurve. Naja. Oder fährt jemand die andere Abzweigung und ist dabei besser wie ich? Ja gut, macht ja auch Sinn, weil ich gerade so krass gebremst war von dem PKW. Bricht hier gleich wieder ein kleiner Krieg auf der Straße aus, weil irgendwo muss er sein. Ach doch, ganz knapp hinter mir. Okay. Ja, dann kann sich da diese Ronda mit dem Polizisten da anfreunden. Oder irgendwie sowas hier. Hau ab. Oh, man sieht es an der Entfernung, die auf einmal sehr schnell steigt. Ich habe den ziemlich gut erwischt. Jetzt ist der Polizist anscheinend hinter mir, ja? O'Leary in diesem Fall jetzt. Sehr gut. Oh, komm schon. Nein, nein, nein!
Lieb so gut. Putsch, den hab ich noch erwischt. Da war nichts mehr mit überholen. Einfach mal gekickt und schwupp. Ja, wollen wir mal gucken, wie das ausgeht. Hoffentlich ohne Absturz und ohne Fehlermeldung. Sonst muss ich mir den nächsten Rechner schnappen und wir müssen ein bisschen älter werden mit dem Betriebssystem. Dann dauert das aber erstmal wieder, weil ich da erst das andere Windows drauf machen muss. Aber irgendwann wird man für solche Fälle die passenden Systeme fertig haben, wo das alles auch funktioniert, wie es funktionieren soll. Ne? Schade, dass ich für meine 3DFX-Karte für Benji, der Elsa Victory 2, keine passende Capture-Karte habe. Ich habe irgendwie so gar keine Möglichkeiten. Weil den Substecker, da habe ich nichts dafür. Analog. SVGA. Dumm ist, wenn man nach sowas guckt, ist das immer sehr sündhaft teuer. Und ja, weiß ich nicht. Einmal Nitro Speed 2 auf zeitgenössischer Hardware in 3DFX zu zeigen, ist das ziemlich fail. Kann man nämlich auch den Wrapper wieder nehmen und das einfach auf den Hauptrechner laufen lassen oder so. Man könnte es ja entsprechend einstellen, dass es zeitgenössisch aussieht. Ne? Wäre ja auch okay. Ja, von MS-DOS bin ich ja mittlerweile auch komplett weg. Wenn ich das dann mal brauche für Wing Commander oder so ein Kram. Dann läuft ja auch super mittlerweile, ne? Diese ECE-Fork-Version, die funktioniert ja echt spitze. Ja. Der Polizist ist hartnäckig, wa? Der kommt da super durch die Fußgängerzone, oder wie? Oh nein! Ich glaube, der kriegt mich jetzt, das wird mich Geld kosten. Oder auch nicht. Auch platzierungstechnisch bin ich ziemlich gelackmeiert jetzt. Ja, hol mich nochmal. Ich glaube, hier kommt dann wahrscheinlich gleich die Ziellinie. Den zu kriegen war jetzt dann doch noch mal leicht. Das ist vielleicht so 20 Kilometer jetzt gerade im Level 2, 3 oder so. Könnte man jetzt noch mal drauf achten, wenn man jetzt noch mal meine vorigen Folgen anguckt. Mann. Ja, bleib stehen und schleiche. Ist... Oh. Ja, genau, vor der Ziellinie, yeah. Fünfter Platz. Mega. Bin ja total verkackt jetzt hier. Ah ja. Naja, wenigstens gab es $900. Immerhin kann man das halt doch mal abspeichern. Hauptsache Geld. Wie sieht es denn aus? Kann ich mir das Ding jetzt kaufen? Ne, nehme ich auch immer noch nicht, ne? Tja, dann probieren wir es nochmal mit Sierra Nevada. Dass wir uns hier vielleicht schon mal qualifizieren und währenddessen halt das Geld verdienen, dann kann ich mir das bessere Motorrad holen und dann schauen wir mal, wie das weitergeht hier. Und nach diesem Rennen beende ich diese Folge erstmal, weil wir sind bei etwa einer halben Stunde gleich und 20 Minuten finde ich jetzt ein bisschen wenig demnächst auf Dauer, deshalb bin ich ja schon auf eine halbe Stunde. Oh. Oh,
bin sogar noch viel härter. Ich habe sogar einen Knüppel. Dann kannst du nichts mehr machen. Nichts mehr machen. Ich brauche Motorrad, ganz eindeutig, weil sonst könnte der nicht einfach so an mir vorbeiziehen, ne? Ja, du bist auch noch. Komm. Gib mir mal schönen Anschwung, ist ja nett. Konnte der denn dort so beschleunigen? Der hat bestimmt schon Motorrad hier mit Mikro oder wie? Oder sie oder keine Ahnung oder wie. Ja, schön auch mit Spur gekickt, volles Programm. Der Abstand steigt rasant. Und tschüss, würde ich sagen. Fand ich mal eine lustige Serie, die damals so hieß. Irgendwas war noch mit einem roten Mustang Cabrio, oder? Ich glaube, das ist sogar noch sehr zeitgenössisch, auch während das hier rauskam, oder? War das nicht die 90er? Könnte man ja auch noch Netflix suchen. Vielleicht gibt es das ja auch. Nur letztens viele Klassiker gebracht, so True Lies, Arnold Schwarzenegger, Terminator 2 und so. Lass mal gleich meine Liste und Like, ne? Und gucken. Wenn man es auch schon länger nicht mehr gesehen hat, das war cool. Schade, dass wir den ersten Teil von Terminator nicht dran haben. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut hier. Könnt ihr mal sein Nitro-Schub auch komplett aufgebraucht haben, oder? Langsam. Ja, genau. Zu zweit einfach parallel an mir vorbei. Ja, und jetzt streitet er euch. Mega. Ja. So, jetzt kannst du dich mit mir begnügen hier. Naja. Bis zur Ziellinie. Voll durch jetzt hier. Komm. Wir brauchen die Kohle und die Qualifizierung. So, machen wir das. Jawohl, über den drüber und yeah, erster Platz. Nee, in dem Fall waren es jetzt knapp 16 Kilometer. Okay. Ja, gut. Haben wir wohl geschafft. Erstmal abspeichern, bevor es wieder abstürzt. So, dann holen wir uns das Motorrad, würde ich sagen. Wobei, was ist denn mit der Kamikaze? Ja, aber Handhabung unflexibel, ne? Nee, dann nehmen wir lieber das Ding hier. So, zeig mal her. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Road Rash.